Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 13. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Bevor ich starte, möchte ich die Neuigkeiten verkünden. Ab nächstem Monat, und das heißt ab Februar, erscheint monatlich mein Newsletter. Und diesen Newsletter könnt ihr jetzt schon abonnieren. Dieses Abo ist gratis, fühlt euch auch zu nichts verpflichtet. Ihr könnt sofort schon abonnieren. Meine E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. In diesem Newsletter erscheint immer ein Monatsthema, was ich auch beschreibe und erkläre. Dann schreibe ich die Tendenz, was ist zum Erwarten in einzelnen Monaten. Und ihr bekommt jeden Monat ein Angebot und dieses Angebot können nur diejenigen nutzen, die mein Newsletter auch abonniert haben. Und jetzt zu diesem Bild. Ganesha ist wichtig bei jedem Neuanfang. Und Ganesha herrscht über Astrologie. Das Bild zeigt die vier Grundelemente: Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Die Feuerelement ist aktiv, setzt etwas in Bewegung. Das kann man gar nicht bremsen, weil das ist die Begeisterung, diese Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Die Erde-Element hat mit unserer Realität was zu tun, zeigt Bescheidenheit, Bodenständigkeit, hat einen Bezug zur Natur, aber auch Materie, zeigt die Realität. Die Luft-Element zeigt, schenkt uns Leichtigkeit, vermittelt Worten, hat mit Kommunikation etwas zu tun und übermittelt auch unseren Gedanken, bringt uns zu neuen Ideen. Die Wasserelement hat mit unseren Träumen was zu tun, mit unserem Unbewussten was zu tun und unseren Gefühlen. Jeder Element befindet sich drei Tierkreiszeichen. Die Feuerelement beginnt mit Tierkreiszeichen Widder und die Tierkreiszeichen Widder ist das Bewegliche, anderes als in westlichen Astrologie. Dann folgt im Feuerelement die Tierkreiszeichen Löwe und das ist das Bewahrende, das Festhaltende Prinzip, ein gewisses Maße zeigt auch Unbeweglichkeit in manchen Situationen. Und die dritte Tierkreiszeichen in Element Feuer ist die Tierkreiszeichen Schütze und hat von beiden etwas. Zeigt diese Dualität, kann wohl beweglich sein, anpassungsfähig, flexibel, aber achtet auf dieses Prinzip, das Festhalten. Genauso ist das im Erdeelement. Das Bewegliche ist die Tierkreiszeichen Steinbock, das Festhaltende ist Stier und die Dualität zeigt die Jungfrau, hat von beiden etwas. Die Luftelement ist die Bewegliche, die Tierkreiszeichen Waage, das Festhaltende ist Wassermann und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Bei Wasserelement ist die Krebs das Bewegliche, das Festhaltende ist die Skorpion und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Fischen. Sonne,
befindet sich noch in Tierkreiszeichen Schütze nach diesen indischen Berechnung, aber im Grenzbereich übergeht bald in Tierkreiszeichen Steinbock und das ist Syraya. Die Sonne hier im Schütze. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und es ist Soma. Mars ist auch in Tierkreiszeichen Fischen. Merkur ist in Tierkreiszeichen Schütze. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Venus ist auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Und Saturn ist in Tierkreiszeichen Schütze. Mit Saturn ändert sich die persönlichen Planeten und die haben einen Einfluss auf unseren Alltag. Wenn wir die Elemente betrachten, dann erkennen wir, dass die Feuerelement und die Wasserelement ist betont. Es fehlt die Erde- und Luftelement, also fehlt die Leichtigkeit, auch die Realität zu betrachten. Also das heißt, die Feuerelement ist betont, das bedeutet, etwas begeistert uns, wir sind aktiv oder das ist die Impuls und hier die Wasserelement zeigt die Gefühle. Was kann das heute auslösen? Wenn zwischen den Planeten eine harmonische Verbindung herrscht, dann ist das wunderbar, weil zeigt Bewegung, Leidenschaft, auch die Gefühle zum Zeigen. Aber heute ist Spannung und das erkläre ich sofort. Und damit müssen wir umgehen. Was hilft als Ausgleich? Die fehlenden Elemente betrachten, mit Erdeelement zur Ruhe kommen, ein gewisser Rückzug mal gemütlich machen. Und bei Luftelement würde ich sagen Leichtigkeit und Humor. Das hilft als Ausgleich. Merkur und Saturn steht in einer Konjunktion im Schütze, das heißt, sie wirken gemeinsam. Saturn kann einschränkend wirken. Mit Merkur-Energie handelt es sich um Termine, um Verträge, um Kommunikation und Handlungen. Das kann natürlich bedeuten, dass im Ämtern Einschränkungen haben. Dann kommt die Strenge von Saturn. Kann natürlich auch bedeuten, dass Saturn etwas möchte uns sagen heute, weil Saturn ist der große Lehrmeister. Überlege heute, was du sagst und wie du das vermittelst. Also diese Ernsthaftigkeit Saturn, dass wir das heute lernen, wie wichtig das ist, auf die Sprache achten. Warum? Das kann ich auch erklären. Mond, hier Soma, Mond, hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Und das in den Tierkreiszeichen Fischen, was auch im Wasserelement ist. Also hier löst die Mondenergie etwas aus in unseren Gefühlen. Wir fühlen das sehr intensiv. Und Mond steht in Spannung zum Merkur und Saturn. Das kann bedeuten, dass jemand Wut hat. Feuerelement löst auch Wut aus. Und sagt etwas unüberlegt, Merkur-Sprache, also aus Wut, Unüberlegenheit, sagt man etwas. Und dann kommen die Gefühle, die verletzten Gefühle. Und das führt zu Missverständnissen, führt zu Spannung. Und Saturn kann das bremsen. Und Saturn sagt,
übernimm heute die Verantwortung auf die Sprache. Achte drauf, was das auslösen kann, weil hier ist diese Spannung. Und dann fühlt die anderen verletzt. Umgekehrt ist auch so, wenn das wirklich passiert, dass jemand heute wütend ist und sagt etwas, dass wir mehr Verständnis zeigen auf die Situation, dass wir das nicht allzu persönlich nehmen, sondern die Ruhe bewahren können. Die äußeren Planeten sind Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Lebensumstände ist im Widder, was auch ein Neuanfang repräsentiert. Besonders bei den Wiedergeborenen ist möglich, dass hier Umbrüche, Veränderungen kommen. Neptun ist im Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun herrscht über unsere Träume. Das ist die Kreativität, unsere Visionen zum Leben, lässt uns inspirieren. Aber Neptun ist immer so undurchschaubar. Und Pluto ist im Schütze. Das zeigt natürlich das inneren Kraft und auch die Transformation. Heute steht Neptun mit Jupiter in Spannung. Neptun, Jupiter. Dazu muss ich Neptun ein bisschen näher beschreiben. Wenn das um unsere Träumen geht, wenn das um Spiritualität geht, wenn das im Bereich Kunst handelt, dann haben wir eine wunderbare Neptun-Energie und hier im Wassermann natürlich die Ideenreichtum. Das ist was Wunderbares, was Neptun damit auslösen kann. Aber Neptun ist schwierig zum Greifen. Neptun ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres. Wie sollten wir die Meer und die Ozean überhaupt fassen? Können wir nicht in dieser Tiefe? Also das ist es ist da, das nehmen wir wahr, dass das da ist. Wir können mit unserem Fantasieträumen eine Reise machen und das vorstellen. Das ist die Vorstellungskraft. Aber uns ist es gar nicht möglich, das zu verstehen und begreifen. Das können wir fühlen. Natürlich gibt es Forschungen, aber es ist schwierig, das zu greifen. Neptun löst auch etwas aus, etwas Mystisches, Geheimnisvolles, aber kann auch betrügerisch wirken, weil kann im Alltag passieren, dass uns jemand ein Märchen erzählt, was mit der Wahrheit gar nichts zu tun hat und wir glauben das, dann natürlich wird das betrügerisch. Und dann fühlen wir uns enttäuscht. Also Neptun kann Enttäuschungen auch hervorrufen. Weil alles so benebelt ist, hat Neptun auch einen Zugang zum Alkohol und Drogen. Ich weiß nicht, wie Drogen wirken. Ich habe das noch nie in meinem Leben ausprobiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man in einer anderen Welt sich befindet. Also hat mit Realität eigentlich gar nichts zu tun. Und aus diesem Grund wird Neptun auf diesem Themen auch zugeordnet. Alkohol und Drogen. Und heute steht dieser Neptun mit Jupiter in Verbindung und das ist auch Spannung. Und bei Jupiter handelt es sich um die Gerechtigkeit, aber Jupiter öffnet die Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter zeigt auch eine rechtliche Situation, ein Gericht. Und gerade hier im Skorpion-Energie, wo das um Wasserelement handelt,
Hört auf euren gesundes Bauchgefühl. Wenn jemand kommt und erzählt etwas, kann bedeuten heute, dass versucht jemand über die Ohr hauen. Und wenn ihr das fühlt, irgendwas stimmt da nicht, dann setzt da Grenzen, wenn euren Gefühl das sowieso sagt. Und Jupiter hilft dabei. Und gerade bei Skorpion-Energie, das Festhaltende, achtet auf die Geld und mit allem, bewahrt das. Das fallt euch auf nichts ein heute, weil das ist gut möglich, dass hier ein Betrug auslösen kann. Ich möchte nicht behaupten, dass wirklich bei jedem so kommt. Also nicht missverstehen, aber diese Verbindung, diese Spannung, diese Energie wahrnehmen, es kann sowas auch passieren. Wenn das natürlich und Kunst, Kreativität handelt, diese Spannung grenzt ein bisschen die Möglichkeiten an. Und gerade bei Jupiter-Energie handelt es sich um Chancen und Möglichkeiten. Das ist gerade begrenzt oder eine rechtliche Situation schränkt das ein. Natürlich kann das auch auslösen. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was die Tagesbewegung des Mondes symbolisiert. Die Mond hier, Soma in Tierkreiszeichen Fischen, befindet sich im letzten Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Revati. Und das ist wichtig heute zu verstehen oder lernen, etwas zu Ende bringen. Das Ende des Flusses. Hier befindet sich den Sternbild Fluss Eridanus. Und dieser Fluss Eridanus hat auch ein Ende. Achenar ist dieser Stern und Achenar zeigt eine Brunnen. Eine Brunnen, was wir verstehen können, unserem Intuition. Und von diesem Brunnen, von dieser Intuition entsteht die nicht nur diese Intuition, diese Weisheit, diese innere Stimme, sondern diese inspirierende Kraft. Und das ist schon die schöpferische Energie, die schöpferische Kraft. Und wir können von diesem Brunnen schöpfen. Aber bedeutet Revati, etwas zum Ende bringen, ins Ziel angekommen zu sein. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen. Und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist
kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf, warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.